So, ich glaube, jetzt geht's. Ja, wunderbar. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge statt Filmabend. Ja, schauen wir mal, was hier passiert. Gucken wir erstmal, wie das jetzt mit der Bewaffnung ist hier. Okay. Okay. Sind noch nicht viele Bögen fertig irgendwie, also noch nicht genug zumindest. Carsten, Jefim, Bench. Doch alle sind jetzt bewaffnet. Sehr schön. Coolio. Markus hat inspirierten Handel. Da könnten wir mal gucken, ob wir gerade was handeln können. Nicht wirklich. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf den Arbeitsplan. Das sieht alles aus, als ob das irgendwie funktioniert. Wir sollten hier noch mal so ein paar Zweier Prioritäten reintun. So. Okay. Vielleicht sollte ich mir den Kopfhörer aufsetzen, damit ich höre, was hier vorgeht. Test, Test. Okay. Ich höre, was hier vorgeht. Aber das Kabel ist ein bisschen kurz. Okay. Ja, das jede Menge Hühner. Ich glaube, wir hören jetzt endlich mal auf mit dem alle Eier ausbrüt Dings, weil das wird hier echt zu voll sonst mit den Hühnern. Und darum machen wir hier nicht löschen, sondern machen hier einfach niedrige Priorität. Dann wird er die befruchteten Eier, wenn ich die in einer Kühlkammer einst. Hier ist ja nicht mehr viel Kühlkammer übrig, oder? Hier zum Beispiel. Bapapapap, tierische Produkte. So. Weil ich das da rein tue, dann wird er die Eier automatisch hier hintragen, weil das höhere Priorität hat, hat es doch, ne? Bevorzugt, ja, wunderbar. So, und das wird dazu führen, dass die Eier nicht mehr ausgebrütet werden und wir keine übertriebene Hühnerschwemme mehr haben, stattdessen Eier zum Kochen haben. Weil das ist albern hier mit diesen ganzen Hühnern. Ich glaube, das Meerschweinchen 10. Was war das? Meerschweinchen können. Geburtstag! Ich habe das Alter von 44 Jahren erreicht. Oh. Folgende altersbedingte Krankheiten wurden bei Heiko C. festgestellt. Asthma. Vielen Dank. Kann ich mich darauf also einstellen? Super. Neue Lungen brauche ich jetzt auch noch. Asthma. Oh, toll. So, haben wir hier andere Tiere, die wir noch zähmen können. Das sind schon bereits unsere Tiere. Ja, wir hätten ja gerne noch Elefanten gehabt. Hier ist noch ein Alpaka. Schildkröten, Affen, Wasserschwein, Meerschweinchen, anderes Chinchilla. So, schauen wir einfach mal. Was ist hier? Haben wir mit einem mit einem Nashorn gekämpft? Wann ist das denn passiert? Fliegen. Okay, hau ab, Fliege, nicht zum Mikro fliegen. Alpaka wurde gezähmt, sehr gut. Noch ein Alpaka. Hatten wir jetzt schon Pemmican erforscht? Ja, ne? Ja.
Dann sollten wir das vielleicht auch mal ein bisschen priorisieren, nur für die Fall, dass, für den Fall, dass unsere Kühlkammer ausfällt. Wiederhole, bis du X hast. Zehn, okay. So. Super, Meerschweinchen gezähmt, sehr gut. Super duper Meerschwein. Ja, also Essen brauchen wir uns erstmal nicht beklagen. Was aber auch kein Wunder ist, weil es ja hier nicht Winter wird. Malaria. Wer ist Fox? Ach so. Fox ist unsere Gefangene hier. Toll, Malaria. Jetzt habe ich auch noch Malaria. Nussi hat schon wieder schlechte Laune. Warum? Hungrig, dunkel, unansehnliche Umgebung in der Hitze geschlafen. Schreckliches Schlafzimmer, gibt aber einen Boost. Achso, ja, vielleicht sollten wir hier mal eine richtige Lampe reintun dann. Es regnet schön, sehr gut. Toll, jetzt rottet uns das Zeug da weg. Kerstin, trag mal was rein. Jefim, du auch. Neu pflanzen kann der Nussi, aber die Sachen reintragen, nee, das geht nicht. Die müssen uns erst vergammeln dafür. Okay. So, wie sieht denn unsere Killbox aus? Also bis auf die Fallen ist alles fertig. Das heißt, wir könnten hier mal vielleicht noch ein paar Bäumchen umholzen. So. Und dann schauen wir mal, wie viele Steine wir übrig haben, um die Mauer ums Lager zu verstärken. Toll, das ist noch nicht mal weggetragen hier und schon erntet er die Reiskörner hier. So, was wir aber auch noch brauchen, ist für den Fall, dass ein Handelsschiff kommt, was uns Nahrung abkauft, sollten wir hier im. Ah, okay, hier im Nahrungs. Da ist auch schon eins, okay. Noch so ein Beacon-Ding bauen, damit
wir das verkaufen können. Was ist das hier? Wasserschweine. Okay. Cool, cool. Cool, 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 cool. Cool. Ja. Die massive Konstruktion. Gräfin Kyos Baskara der Fraktion des Zerrütteten Reichs ersucht dich, ein Denkmal zu bauen, um der Welt zu zeigen, wie mordlustig sie ist. Das Denkmal hat eine Größe von 5x3 und benötigt folgende Ressourcen, beliebige Ressourcen aus Metall und Stein. Falls du die Quest annimmst und so weiter. Eine verrückt machende Psycholanze. Interessiert mich alles nicht. Nee. Nee, 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 nee. Wollen wir nicht. Okay. Das wollen wir so alles nicht. Das blöde Kabel ist zu kurz. Okay. So, kannst du mal bitte Nussi seine Lampe bauen? Was macht Küken 22 hier? Das darf hier gar nicht rein. Aha. Fressen uns die Haare vom Kopf hier, die Küken. Okay. Vielleicht sollten wir hier noch einen Kühlraum hinbauen. Das ist ja direkt so zwischen zwei Feldern. Und hier könnte auch noch was hin, wenn wir den Sandstein weghauen. So, mittlerweile haben wir 320 Pemmican. Sehr gut. Das bleibt auch frisch, wenn uns das Kühlgerät ausfällt. Aha, und unsere Heilwurzel ist auch bald fertig, sehr schön. Ah, wir haben einen weiteren Radius bekommen. Das Gebiet hier drunter ist jetzt alles trocken. Ich denke mal, das ist, hier ist eine Brücke noch, also darunter ist es immer noch nass. Und wir müssen stehen lassen, bis das hier auch getrocknet ist, das Feld. Aber das ist doch schon mal gut, dass diese drei Gebiete hier schon einigermaßen trocken sind. Textilienhändler, ne? Sehr gut. Ich glaube, den können wir gebrauchen. Markus ist immer noch inspiriert. So. Dünnes Leder verkaufen wir. Kamelhaut verkaufen wir. Menschenhaut, um Himmels Willen. Okay. Tiere will er nicht. Teufelsgarn, Stoff. Und Alpaka-Wolle könnten wir ziemlich teuer verkaufen hier. Ich würde mal sagen, wo wir die her haben, gibt es noch mehr. Also machen wir das einfach mal. Das ist zu viel. Okay. Machen wir daraus mal 1000. Minus 1000. So. Haben wir sogar noch ein bisschen was übrig und hier liegt unser neues Silber. So, wir brauchen aber dann bald auch mal
Ich meine, wir haben einen Fernseher hier. Allerdings haben wir nicht viele Leute, die fernsehen können. Nur die drei, die hier in den Betten liegen. Also sollten wir vielleicht einen zweiten Fernseher bauen. In sowas wie einem Fernsehraum. Vielleicht hier unten. Nee, das ist zu klein. Hier könnten wir. Und da könnten wir ein paar Stühle dann noch hinbauen. So. Strukturenmöbel. Da wir so viel Alpaka-Wolle haben, bauen wir ein paar Sessel dazu. So, das reicht. So, das ist kein allzu schöner Raum, aber muss reichen. Regal aus Sandstein. Ah. So. Und da wir hier schon einen Spannungsraum haben, Schachbrett hatten wir schon, ne? Schachbrett haben wir schon, ja. Dann könnte man vielleicht hier noch Platz für einen Pokerraum oder so machen. Sehr gut. So, was ist denn mit Fox und der Malaria? Immer noch leichte Malaria. Aber immerhin schon 70% Immunität. Und wie sieht es bei mir aus? Auch fast 70% Immunität. Hm. Und noch einen Chinchilla gezähmt. Sehr gut. Keine Ahnung, was ich mit denen mache, aber ich denke mal, da kann man Pelz draus machen, ne? Theoretisch. Und alle sind gut drauf. Ist das nicht schön? So, meine Ausnahme. Jetzt Nussi schon wieder nicht. Nussi ist neutral drauf. In der Hitze geschlafen, ohne Tisch gegessen. Okay. Nussi nicht in der Hitze schlafen möchte, müssen wir ihm halt hier so ein Kühldings hier reinbauen. Zack. Und vielleicht sollten wir mal dafür sorgen, dass alle Räume gleichmäßig klimatisiert sind hier. So. Cool. Den lassen wir mal, weil sonst haut ihr uns am Ende noch ab. So, das lassen wir auch mal. Alpaka 3 hat ein Junges zur Welt gebracht. Mazel Tov. So. Hier könnte man auch noch was. Kann man nicht? Ach so, da ist was dazwischen. Okay, das wird erstmal eine Weile dauern, die alle zu bauen. Kümmern wir uns da erstmal nicht mehr drum. Bin behandelt, sehr gut. Malaria und Asthma. Händler exotischer Güter, das ist sehr gut. Eine Karawane, okay.
So, dann darf man wieder Carsten handeln. Das hat er ja immerhin gelernt. Mit Lucky. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich kann Tiere verkaufen. Das bringt immer sehr viel Geld. Volle Kanne behalten wir natürlich. Das behalten wir auch. Können hier ein so ein Männchen verkaufen. Weibchen. Verkaufen wir mal zwei so ein Männchen. Wollen leider keine Hühner haben. Lunge haben die nicht, ne? Ne? Herz-Handprothese. Zirkadianer-Assistent. Eine künstliche Drüse. Sie produziert Chemikalien und Nanomaschinen. Die giftige Ansammlung aus dem Gehirn spülen. Also der sorgt dafür, dass ich nicht vergiftet werden kann, oder was? Für 1200, Röhrenfernseher, ja, wir können einen bauen, Techprint Jump Packs. Die physische Form von Techprints kann bla bla bla, also wir wollen wissen, was das macht. Jump Packs, stelle Jump Packs her, mit denen während des Kampfes Luftangriffe durchgeführt werden können. Schaltet frei Jump Pack Locust Rüstung. Ich meine, ach, die sind echt super teuer. Nee, danke. Glitzerweltmedizin, das ist schon eher was, was wir gebrauchen können. Und natürlich Bauteile. So, können wir noch irgendwas verkaufen hier? Also die beiden behalten wir, weil sonst kriegen wir keine weiteren mehr. Brauchen wir wirklich das Meerschweinchen? Ich glaube, wir haben nicht so viele davon. Ne? Aber brauchen wir eigentlich nicht. So, sehr gut. So, Carsten. Ist der Techprint jetzt? Achso, das ist die Glitzerweltmedizin. Ah ne, Benchester läuft ja gerade rum hier. Ist irgendwie, egal wo ich das hinbaue, da ist dann immer irgendwie kein Platz mehr dafür, um das richtig zu spielen. Aber was soll's. Oh, die Kühlung ist kaputt. Mal gucken, was wir für Tiere haben. Chinchilla, zwei Chinchillas, jede Menge Bla, Kükenhahn, Kükenhahn, Kükenhahn. Casua, Casua. Nur die zwei? Ich dachte, ich hätte mehr davon. Na gut, eben hatte ich noch vier. Aber das waren ja alles Männchen. Ja, nee. Bauen ist auf zu geringe Priorität hier. Das müssen wir mal hochstellen, damit die ganzen Blueprints fertig werden. Und auch das hier repariert wird zum Beispiel. Okay, jetzt hat Nussi die Klimaanlage repariert. Warte mal, irgendwie bin ich die ganze Zeit halb verschwunden hier. So ist besser. Glaube ich.
zieht mir nur meinen Kopf. Ah! Ich stelle das mal ordentlich ein. Kleinen Moment. So, ich glaube, jetzt ist okay, oder? Jetzt ist okay, oder? Okay. Mann, Mann, Mann. Die haben alle tolle Waffen da, diese komische Karawane. Ah, sehr schön. Ciao, ein Loch in unser Zimmer. Ich weiß, es ist nicht gut. Ja, wir haben in der Hitze geschlafen hier. Nono hat Sessel aus Alpaka-Wolle meisterlich hergestellt. Cool. Hat der Kunst? Nein, keine Kunst. Ups. Nee, aber Meisterwerk. Der beste Sessel, wo gibt. Ich kann nur gute Sessel. Okay. Ja, wieder ein Schritt weiter hier. Und was war das? Handelskarawane, ja, zieht weiter, okay. Die gehen hier raus, okay. Kann man natürlich auch. Also ich würde es ja toll finden, wenn ihr mit den Belüftungen anfangen würdet und nicht mit den Sesseln, aber... Siehst du, jetzt sind die wenigstens fertig. Hier könnte man eine Mauer bauen. Ah, sehr gut. So, was ist das hier für ein Fußboden? Böden. Oh, vier Bauteile. Das ist ganz schön teuer. Okay.
Können wir auch mal einen reinbauen. So. Oh, wir brauchen... ja, siehste, wir brauchen nämlich Stahl. Hat das ja genau richtig gemacht, weil hier ist Stahl. Ist hier sonst noch irgendwo Stahl? Hier ist Stahl. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist Stahl. Das können wir mal alles abbauen. So. Okay, das ist auch schon wieder eine halbe Stunde. Meine Güte, die Zeit fliegt heute, wenn man Sachen baut und die Leute tatsächlich was machen hier. Aber siehste, das Gefängnis sieht gleich schon ein bisschen angenehmer aus. Ist immer noch abscheulich, aber was will man machen? Okay, dann würde ich fast sagen, bis zum nächsten Mal. Drückt die Glocke, subscribed und liked und schreibt einen Kommentar, aber bitte keine Spam-Kommentare, die ich zurzeit irgendwie scheinbar vermehrt bekomme. Weil das ist irgendwie ein bisschen lästig. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.